Hallo und herzlich willkommen im Wald am neuen Wohnort. Ich bin hier noch nicht so ganz schlüssig, wo ich hier in Zukunft sitzen möchte. Hier wahrscheinlich auf Dauer nicht. Hier ist zwar eigentlich ganz cool, aber ein bisschen nah an der Straße. Und wenn alle halbe Stunde die S-Bahn vorbeirumpelt, kriegt man es auch mit. Ja, daher, mal gucken. Ja. Aber ich habe hier mannigfaltige Möglichkeiten. Alles halber direkt hinter der Haustür. Möglicherweise sorge ich mich auch in unseren Garten. Also mit Benutzungsgarten. Ne? So reich sind wir jetzt nicht, dass wir einen riesigen Garten für uns alleine hätten. Aber immerhin, und da kann ich mich im Prinzip grundsätzlich auch hinhocken, bis die Nachbarn genug vom über den Wald gehört haben und meckern. Mal gucken, wann das sein wird. Ja, egal. Jedenfalls Thema heute, afrikanische Schweinepest. Übrigens, wir sind noch nicht ganz fertig umgezogen. Ja, also nicht zu früh freuen. Wir sind noch im Prozess, aber ich habe zumindest jetzt mal ein paar Stündchen Zeit, hier den örtlichen neuen Wald unsicher zu machen. Ja, wenn der LKW vorbeikommt, das hört man, glaube ich, relativ gut. Ja, also ist nur ein temporärer Ort jetzt für heute ausnahmsweise mal. Gut, afrikanische Schweinepest. Zunächst mal, wo kommt die her, beziehungsweise warum ist die wichtig? Fangen wir mit, warum ist die wichtig an? Wichtig ist die, weil die potenziell in der Lage ist, erstens ein großes ethisches Trauma auszulösen, weil wir ganz viele Schweine töten müssen. Das plus minus sinnlos, möglicherweise. Zweitens würde sie uns in diesem Fall auch außerordentlich großen wirtschaftlichen Schaden als Gesamtvolkswirtschaft zufügen, weil wir dann auch weniger Schweinefleisch exportieren können. Das tun wir eigentlich ganz gerne als Deutsche und verdienen damit eigentlich einen Haufen Geld. Und das macht sich dann halt eben als fehlendes Geld im Bruttoinlandprodukt dann gegebenenfalls bemerkbar. Da haben wir also alle nichts von, wenn man ehrlich sein muss. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist eine wunderbare Gelegenheit, die Massentierhaltung abzuschaffen. Vielleicht, ich befürchte aber, so schnell und von jetzt auf gleich wird das nicht gehen. Und davon abgesehen sind die Tiere dann trotzdem erstmal tot. Daher alles ein bisschen bäh. Ne? So, darum erstmal, warum ist das schlimm? Warum habt ihr davon in letzter Zeit nichts gehört? Weil meiner Meinung nach viel zu wenig darüber berichtet wird, wie akut das Problem und die Gefahr durch die afrikanische Schweinepest eigentlich noch ist. Seit die in Deutschland angekommen ist, habe ich in irgendwelchen Nachrichten oder Zeitungen davon überhaupt nichts mehr gehört. Wenn man nicht noch die Fachwelt hin und wieder mal befragt bzw. Fachzeitschriften liest, da wird das natürlich immer mal wieder erwähnt, dass die sehr wohl noch da ist, die afrikanische Schweinepest. Aber wenn man das nicht tut, dann kriegt man das de facto nicht mit. Ich weiß nicht, wie es in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern aussieht. Da ist sie deutlich mehr vertreten als zum Beispiel bei mir im Südwesten. Mag sein, dass es da etwas in der Lokalpresse etwas präsenter ist. Wer es das jemand weiß, dann schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare. Da wäre ich dankbar. So, jetzt. Das erstmal zur Problematik. Also sie ist noch da, sie ist noch akut und sie ist immer noch auf viel zu hohen Zahlen, als dass man sich irgendwie freuen oder ausruhen könnte oder meinen, dass irgendeine Managementstrategie, die bisher angewendet wurde, so gut funktioniert hätte, dass man sich auf den Lorbeeren ausruhen kann. Das alles nicht. So, wo kommt die her? Na, wie der Name schon sagt, afrikanische Schweinepest, könnte man jetzt vermuten, dass die möglicherweise irgendwas mit Afrika zu tun hat und genau das ist der Fall. In Afrika gibt es nämlich auch Schweine, unter anderem zum Beispiel das Warzenschwein. So ein Warzenschwein, das singt den ganzen Tag Hakuna Matata oder so ähnlich. Und wenn es das gerade nicht tut, dann infiziert es sich irgendwann im Laufe seines Lebens wahrscheinlich mit der afrikanischen Schweinepest. Das ist nicht schlimm, weil das machen Warzenschweine schon seit vermutlich Jahrhunderten bis Jahrtausenden, sich damit infizieren. Dementsprechend haben sie auch gelernt, wie sie mit dem Virus umgehen sollen. Das ist ein relativ komplizierter, relativ stabiler Virus, der sich in den letzten paar tausend Jahren wahrscheinlich auch nicht nennenswert verändert hat, weshalb es auch möglich war, bei einer sich vergleichsweise langsam reproduzierenden Tierart wie einem großen Säugetier bereits eine Resistenz entwickelt hat nach vergleichsweise kurzer Zeit. Ne? Bedeutet, von der afrikanischen Schweinepest kriegt ein Warzenschwein, also so die Hauptgruppe der betroffenen Schweine, momentan gerade mal einen Schnupfen. Ja, das ist also dann so ein bisschen erkältet und fühlt sich vielleicht eine Woche oder zwei nicht wohl und danach hat es das überstanden und wird wahrscheinlich sein Leben lang nicht noch ein zweites Mal mit der Schweinepest infiziert werden. Das heißt, die Symptome bzw. die Übertragung, während das Schwein infiziert ist, sind gerade so ausreichend, dass der Virus in Afrika nicht wegstirbt sozusagen, dass er in der Population erhalten bleibt, aber er ist nicht mehr in der Lage, da nennenswerte Schäden anzurichten. Also so vergleichbar, ein bisschen vergleichbar mit Schnupfenviren, die bei uns in Mitteleuropa unterwegs sind auf dem Menschen. Ja, wir kriegen Schnupfen, das ist nicht schön, aber das ist nicht so schlimm und dann ist der Schnupfen irgendwann wieder weg.
weg und dann hat man es vergessen bis zum nächsten Schnupfen. So ungefähr funktioniert das in Afrika. So, und jetzt wissen wir nicht hundertprozentig, wie der zu uns gekommen ist, dieser Virus, aber ich erzähle dazu mal eine lustige Geschichte, die hoffentlich lustig ist und vielleicht ein bisschen veranschaulich, wie das gewesen sein könnte. Also, der Klaus, der fährt vom Hamburger Fischmarkt über den Balkan, über die arabische Halbinsel, ja, so ein bisschen die Türkei drumherum schiffen und dann fährt er rein nach Afrika. So, und in Afrika angekommen, so in der Mitte Zentralafrika, behaupten wir jetzt einfach mal. Ich glaube, da gibt es die da überall, ist ja auch egal. Jedenfalls irgendwo in Afrika, wo es die afrikanische Schweinepest gibt. Das klingt jetzt wieder böse. Ja, ich kenne mich in afrikanischer Geografie nicht aus, ich gebe es zu. Ja, das hat nichts mit Mobbing der Afrikaner zu tun, sondern mit meiner Unfähigkeit, mir zu merken, was da wo ist. So, jedenfalls, da ist er jetzt. Der, wie haben wir ihn genannt? Ich nenne ihn jetzt Ole. Ich weiß nicht mehr, wie er vorher hieß. Klaus, glaube ich. Ja, der Ole. Der kommt da an. So, und jetzt hat er eine lange Fahrt hinter sich, lädt seine Ware aus und macht erstmal Pause und geht zur örtlichen Imbissbude, um sich, also auf dem Bazar, um sich dort einen Mad Eagle zu holen. Ja, weil er hat dringendes Bedürfnis nach Mad Eagle. So, dann nimmt er seinen Mad Eagle mit. Und inzwischen ist sein LKW wieder beladen und er fährt auf derselben Route da so Richtung Balkan, um die Türkei drumherum, arabische Halbinsel etc. pp. Fährt langsam wieder Richtung nach Hause. Und irgendwann, so nach ein paar Tagen, stellt er fest, dass er ja die Reste seines Mad Eagles gar nicht aufgegessen hat. Mist, hier braucht man auch eine Flak, hier kommen auch so blöde Fliegdinger vorbeigeflogen. Ach. Na egal, ich quatsche jetzt weiter, sonst verliere ich den Flow. Also, der hat also seinen Mad Eagle nicht ganz aufgegessen und nehmen wir mal an, in Ungarn kommt er jetzt auf die Idee, Mist, ich habe da ja noch so einen halbranzigen Mad Eagle rumliegen. Ich mache mal Fenster runter und schmeiß den raus. So, und jetzt war der Mad Eagle vom Bazar leider kontaminiert von einem Schwein, das afrikanische Schweinepest hatte. So, und das ist in Afrika den Leuten ziemlich egal. Warum? Weil afrikanische Schweinepest als hochspezialisierter Schweinevirus kann nicht auf den Menschen übertragen werden, ist in nächster Zeit auch nicht abzusehen, dass das irgendwann sich mal ändert und es doch auf den Menschen übertragbar ist. Eine Flak bitte. Flak! Ah, da oben fliegt er und blinkt. Hässlich. Das Einzige, was da oben blinken darf, sind Himmelserscheinungen. Sprich Sterne und so ein Zeug. Ah, grrr. So, ja, und während er also seinen Mad Eagle da rausschmeißt, der mit Schweinepest kontaminiert gewesen ist, macht sich am Straßenrand bereits Ursula, die Wildschweinin, die Wildsau, bereit, den Mad Eagle im Flug, zack, zu fangen und sofort zu verzehren, weil sie es gewohnt ist, dass Leute in Ungarn Mad Eagle aus dem Fenster werfen. So, und... Ja, und in dem Moment ist die Ursula leider auch schon infiziert mit afrikanischer Schweinepest. Das Dumme ist jetzt, dass die Ursula leider nicht jahrhundertelange Kontakt mit dem Virus hatte und der bei jedem Schwein weltweit sehr wohl sehr gut funktioniert. Der ist hochspezialisiert auf Schweine. Schweine sind untereinander sehr stark verwandt, also zumindest mal die echten Schweine. Und damit wirkt der Virus tatsächlich in jedem Schwein. Das heißt, die Ursula, deren Immunsystem das Ding nicht kennt, erkrankt nach einer Inkubationszeit von 1 bis 14 Tagen, 2 bis 14 Tagen, je nachdem, wird lethargisch, bewegt sich nicht mehr viel und jetzt hört es auf, lustig zu sein, weil die Symptome von afrikanischer Schweinepest sind nun wirklich nicht schön. Die Tiere verrecken elendig, haben Schleimfluss und Blutfluss aus sämtlichen Körperöffnungen, werden immer lethargischer, können immer weniger weit laufen, liegen da und zucken noch eine Weile, ziemlich lange. Es ist also wirklich ein langer, wirklich schwer zu ertragender, elender Todeskampf. Überhaupt nicht lustig, ja, ab diesem Punkt. Und ja, das ist also erstens mal wirklich für jeden Tierfreund außerordentlich schwierig zu ertragen und zweitens sind Wildschweine außerordentlich soziale Tiere.
Ja? Und wenn da eine Schwester aus der Gruppe der Wildschweininnen eben dann plötzlich solche Symptome zeigt, dann kommen die anderen Schweine und stupfen die mit dem Rüssel an und wollen wissen, was los ist, wollen gegebenenfalls helfen, hey, was ist los, wie geht's dir und so weiter und so fort. Und dabei haben sie natürlich dann Rüssel-zu-Rüssel-Kontakt unter Umständen, Rüssel-zu-After-Kontakt, das ist bei Wildschweinen völlig normal, ne? Das ist nichts Schweinisches, und beziehungsweise doch, aber das ist normal, wenn man ein Schwein ist. Und das führt dann halt leider dazu, dass die sich dann auch über Schleimhaut-zu-Schleimhaut-Kontakt quasi häufig mit der Schweinepest infizieren. Das heißt, die ganze Gruppe, wenn ein Schwein infiziert ist, wird sich vermutlich auch infizieren, eben weil sie so soziale Tiere sind. Auch die werden dann lethargisch, und das ist irgendwo dahingehend was Gutes, dass infizierte Schweinegruppen nicht mehr noch allzu groß in der Landschaft rumwandern, mehr oder weniger beieinander bleiben und dann nach und nach alle leider eben, wie gesagt, ziemlich elendig verrecken, muss man wirklich so sagen. So, das Gute, wie gesagt, dabei ist, die kommen nicht mehr weit, das heißt, die Schwein-zu-Schwein-Ausbreitung ist nicht das allzu große Problem, die findet natürlich trotzdem statt. Das kommt immer darauf an, wie stark der Befall mit dem Virus bereits vorangeschritten ist. Wenn schon hohe Zahlen da sind, dann spielt die Schwein-zu-Schwein-Ausbreitung eine größere Rolle, aber das ist dieser Virus überhaupt nach Deutschland bzw. nach Dänemark war er, glaube ich, noch gar nicht, nach Frankreich beispielsweise auch schon geschafft hat, das hängt halt eben maßgeblich mit dem Transport über jedenfalls den LKW-Fahrer zusammen, und das muss nicht zwingend ein deutscher LKW-Fahrer sein, das kann auch jeder beliebige andere LKW-Fahrer gewesen sein oder eben auch einfach Touristen, die mit dem Mad Eagle unterwegs gewesen sind, und es muss noch nicht mal ein Mad Eagle sein, das ist ja nicht jedermanns Sache, sondern es tut auch eine Salami oder ein Schinken vor allen Dingen. Ja? Denn dieser Virus ist ein behüllter DNA-Virus, das bedeutet, sehr stabil, sehr sicher vor Umwelteinflüssen verpackt. Diese Hülle ist durchaus resistent gegen alles Mögliche. Das heißt, du kriegst den mit nennenswerten pH-Wert nicht tot, also ein bisschen Säure, ein bisschen alkalisch macht dem nichts. Temperaturen, niedrige Temperaturen machen dem auch nichts, da hält er im Gegenteil sogar noch länger durch, wenn er mal gefroren ist. Tiefgekühlte Schweineprodukte sind also nach wie vor infektiös. Frisches, tiefgekühltes Schweinefleisch, das in großen Mengen mit dem LKW tatsächlich in der Landschaft rumgefahren, davon irgendwie was abhanden gekommen, in die Landschaft geraten, und dann ist die Katastrophe auch schon da. Oder eben wirklich jedes bisschen Schweinefleischprodukt, was von einem normalen Touristen weggeschmissen wurde, wenn der sein Salamibrötchen nicht vollständig aufgegessen hat, sein Stinkgeweck oder Schinkgeweck wäre es bei uns im Südwesten oder was auch immer. Wir sehen also tatsächlich entlang großer Verkehrswege immer mal wieder Befallsherde mit der Schweinepest quasi von Afrika über den beschriebenen Weg im großen Bogen nach Osteuropa und von Osteuropa jetzt auch langsam nach Zentraleuropa. Ob der Befall in Deutschland, der für uns natürlich am interessantesten ist, überhaupt durch Schwein-zu-Schwein-Ausbreitung zustande gekommen ist oder auch wieder durch kontaminiertes Schweinefleisch, wissen wir nicht. Es ist übrigens auch aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit des Virus möglich, dass zum Beispiel ein Viruspartikel am Messer vom Jäger, selbst wenn das Fleisch ordnungsgemäß verarbeitet und hochgradig durcherhitzt wurde und der Virus tatsächlich kaputt gegangen ist, habe ich vergessen zu sagen, bei groß durcherhitzen, also deutlich jenseits der 70 Grad, geht der Virus dann doch kaputt. Ja, aber Rohwurstware wie geräucherter Schinken, nur geräuchert, nicht gekocht, oder eben Salami als Rohwurst, da ist der Virus noch drin. Für den Menschen vollkommen ungefährlich, ist ganz wichtig, das muss man sofort klar machen, für die weitere Vorgehensweise auch wichtig, dass der wirklich komplett ungefährlich ist für uns. Der überlebt auch den Transfer durch einen Magen normalerweise nicht. Wenn man sich also nicht über die Schleimhäute infiziert als Schwein, ja, für uns Menschen, wie gesagt, ist das gar nicht möglich, dann würde der auch im Magen kaputt gehen. Das heißt, ein Wolf beispielsweise, der das Schwein gefressen hat und dann hinterher Langstreckenwanderungen vollführt, was ja durchaus vorstellbar wäre, der kann eigentlich nicht wirklich zum Überträger werden, wobei es Leute gibt, die das befürchten, weil er dann möglicherweise am Zahn vom letzten gebissenen Schwein noch ein Rätzen fetten Fleisch hängen hat, so in der Zahnlücke sozusagen, und damit dann wieder beim Beißen eines anderen Schweins dieses infiziert.
Allerdings muss man dazu sagen, das Schwein wird den Biss vom Wolf wahrscheinlich nicht überleben. Das heißt, wenn es infiziert ist, ist es echt unwahrscheinlich, dass dann irgendein anderes Schwein von dem infizierten Schwein noch was frisst. Schweine sind Kannibalen, das kommt schon mal vor, dass die sich gegenseitig aufmampfen. Oder alternativ beim noch halbtoten Schwein mal mit dem Rüssel anstupft, um mal rauszufinden, wie es der Kollegin eigentlich geht. Das ist unwahrscheinlich, weil der Wolf wird das Schwein wahrscheinlich aufmampfen, beziehungsweise zumindest fast vollständig aufmampfen. Und an Wolfsrisse geht die Wildschweinpopulation eher unwahrscheinlich dran, wenn es andere Raubtiere tun. Auch da würde ein Großteil des Virus durch den Magen gehen. Ich würde also sagen, auch wenn das immer mal wieder diskutiert wird, ich halte eine Ausbreitung über große Raubtiere, die den Virus dann transportieren, eher für unwahrscheinlich. Im Gegenteil, Wölfe fressen ja auch hin und wieder mal Aas, also ein frisch verendetes Wildschwein an afrikanischer Schweinepest ist für einen Wolf nicht unbedingt unappetitlich, geht man von aus, gibt es auch Beispiele, die das belegen, weil der Wolf eben mit seiner hochempfindlichen Nase sehr wohl feststellen kann, woran das Schwein gestorben ist und analysieren kann, ob das für ihn ein Problem ist. Und wie jedes andere Tier, das kein Schwein ist, ist auch der Wolf völlig immun gegen dieses Virus und könnte problemlos ein daran verendetes Schwein verzehren. So viel erstmal dazu, also für uns, zu uns wahrscheinlich auch eben durch den Transport über Straße gekommen. Und Transport über Straße ist wirklich so ein Stichwort. Vielleicht habt ihr auf der Autobahn, wenn nicht, achtet mal beim nächsten Autobahnstopp auf einer Autobahnraststätte, gesehen, dass die Mülleimer, die es da früher mal gab, inzwischen zu so großen Betonbunkern umgewandelt worden sind. Kaum noch ein einzelner Mülleimer, der nicht irgendwie verschließbar ist, an der Autobahnraststätte zu finden ist, eben weil da Fleischprodukte weggeworfen werden, die Schweine doch irgendwann mal durch den Zaun zur Autobahnraststätte kommen und sich dann am Müll gütlich tun. Das ist für die natürlich ein gefundenes Fressen. Und dann haben wir wieder eine Infektion möglicherweise, weil man nie wissen kann, was bei so einer Autobahnraststätte eben alles weggeworfen wird, gerade eben von den fernfahrenden LKW-Fahrern, die von sonst wo das mitgebracht haben könnten. Das kann auch irgendwann später der Übertragungsweg für verschiedene andere Krankheiten, die man in die heimische Wildpopulation einschleifen, sein. Das muss nicht nur Schweinepest sein. Möglicherweise ist da noch irgendwas anderes im Anrollen. Wir wissen es einfach nicht. Das heißt, eine präventive Maßnahme und für uns als normale Verbraucher wirklich darauf zu achten, dass wenn wir Müll entsorgen, insbesondere entlang von Straßen, dann nur in einen schweinesicheren oder sonst irgendwie tiersicheren Mülleimer, dass das eben nicht von Wildtieren gefressen wird und sich das Ganze dann noch weiter ausbreitet. Ja, du kannst nie wissen, was für Zeug, das dir selbst gar nichts tut, in deinem Mad Eagle schon drin sein könnte. Ja. Gut, also eine hoch unschöne Angelegenheit. Schwein-zu-Schwein-Übertragung, von Wild auf Hausschwein, das wollte ich sagen. Also wie gesagt, einmal möglich durch Aerosole, das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, weil sich, wenn sie sich überhaupt gegenseitig treffen, Haus und Wildschwein, sich beide in einem Freigehege, also das Wildschwein draußen und das Schwein am Rand vom Freigehege befindet, oder Freigänger, Landschaft, Wiese, Acker, wo auch immer das draufsteht, und dann können sie sich theoretisch durch einen Zaun potenziell mittels Aerosolen von Wild auf Hausschwein anstecken. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass die sich berüsseln durch den Zaun durch, insbesondere wenn das ein Zaun ist, der Löcher hat und da ein Schwein-zu-Schwein-Kontakt auf diesem Weg möglich ist und sie sich vielleicht interessant finden und mal wissen wollen, wer bist denn du? Und dann kann die Infektion sehr, sehr gut stattfinden. So, das ist jetzt aus mehreren Gründen sehr, sehr blöd. Grund Nummer 1: ist ein Hausschwein in einem Schweinemastbetrieb infiziert, dann sollte wahrscheinlich, wird das jeweilige Bundesland vorschreiben, der gesamte Schweinemastbetrieb gekeult werden, sprich alle Schweine getötet, um eben zu verhindern, dass sich das über das Produkt letztendlich, über das Schweinefleisch, noch über diesen einen Schweinemastbetrieb heraus ausbreitet, beziehungsweise die noch lebenden Schweine auf dem Weg zum Schlachthof, beim Schlachthof möglicherweise Kontakt mit anderen Schweinen haben, Fleisch anderer Mastbetriebe kontaminiert ist, das Schwein ist dann zwar tot, aber es ist trotzdem kontaminiertes Fleisch und sich das dann halt in alle Welt möglicherweise ausbreitet. Und um das zu verhindern, ist es leider eine sinnvolle Maßnahme, wirklich den kompletten Betrieb zu keulen. Leider. Ja? Überhaupt nicht schön. Aber mir würde da jetzt nichts einfallen, was man da alternativ tun könnte, wenn man da auf ganz absolut Nummer sicher gehen möchte, dass da ja nichts mehr rauskommt von eben dem Virus. Ja?
Dass das sich sehr schnell innerhalb des Mastbetriebes ausbreitet, ist klar, weil die haben da ja alle keinen Platz, die Viecher. Und das wird sich sofort von Schwein zu Schwein durch Berührungen, durch Rüssel an Rüssel und durch was auch immer, Angegrunze, keine Ahnung, wird sich das auf jeden Fall im gesamten Mastbetrieb ausbreiten. Egal wie gut die Hygienebedingungen in moderner Schweinemast zum Teil sind, die kann man nämlich auch richtig machen, dann ist es gar nicht so schlimm. Aber ja, nee, keine Chance. So, und das große Drama dabei ist jetzt, dass eine Kontaminierung eines Schweinemastbetriebes praktisch eigentlich nur dann möglich ist, wenn die Schweine Freigang haben. Wenn es sich also um einen guten, ethisch-moralisch vertretbaren, zumindest einigermaßen, Schweinemastbetrieb handelt, dann ist das der, der gefährdet ist. Das heißt, wer momentan Bio-Schweinebauer ist, hat die Arschkarte, weil sein Mastbetrieb viel gefährdeter ist als derjenige, dessen Schweine nie Tageslicht zu sehen bekommen. Besonders perfide, ne? Also das halte ich, das macht mir auch irgendwie immer sehr zu schaffen bei diesem Thema. Übrigens auch nochmal ganz böse, alle Schweine müssen gekeult und vernichtet werden. Du darfst zwar als Inhaber oder vielleicht Mitarbeiter von dem Betrieb auch noch was nach Hause nehmen, nicht, weil es könnte ja kontaminiert sein. Also die einzige Möglichkeit, also streng genommen, ne, streng, weiß nicht, wie das in der Praxis dann wirklich gehandhabt wird. Hoffen wir, dass es nicht ganz so eng gesehen wird. Aber wobei, andererseits sollte es das. Ja, ihr seht, es ist ein scheiß schwieriges Thema. Wirklich saukompliziert. Ja, weil man kann das Fleisch noch essen. Es ist nach wie vor ein genauso gutes Lebensmittel, wie es das vorher auch gewesen ist, bevor das Schwein infiziert gewesen ist. Eine Übertragung auf den Menschen ist nicht möglich. So, und jetzt fragt man sich vielleicht, warum nicht? Corona hat sich ja auch von Fledermaus auf Mensch, vermutlich zumindest, übertragen. Das nennt man Zoonose. Das wird uns in der Zukunft immer mal wieder begegnen. Je mehr Kontakt wir Menschen mit den Tieren haben, was wir auch zwangsläufig haben werden, weil unser Lebensraum immer größer und derer immer kleiner und die immer mehr in unseren einwandern. Also Tiere in der Stadt und solche Späße. Und auf dem Wege wird es auf jeden Fall in der Zukunft mehr Zoonosen geben. Da sind sich eigentlich alle entsprechenden Forscher einig. Corona wird also nicht die letzte Zoonose, die uns Probleme bereitet, gewesen sein. Da kommen noch weitere. Das kann ich also, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Garantiert. Wie wir damit dann umgehen als Gesellschaft, das werden wir in Zukunft uns irgendwas einfallen lassen müssen. Jedes Mal Lockdown ist sicherlich auf die Dauer keine wirklich gute Lösung. Könnte noch spannend werden. Ja? Also alle jungen Leute, ihr habt noch ordentlich was vor euch. Gut, davon abgesehen habt ihr noch so einen Klimawandel vor der Haustür und solche Sachen. Ja, jedenfalls, was wollte ich jetzt gerade erzählen? Muss kurz nachdenken. Genau, der Virus kann sich nicht auf den Menschen übertragen, weil es sich nämlich eben um ein DNA-Virus mit Hülle handelt. DNA-Viren mutieren so gut wie gar nicht, beziehungsweise unglaublich langsam. Man kann auch schön daran sehen, dass der inzwischen in Europa angekommene afrikanische Schweinepestvirus exakt derselbe genetisch ist, wie der sich noch in Afrika befindliche afrikanische Schweinepestvirus. Über so eine lange Wanderung mutieren eigentlich fast alle Viren, die überhaupt in der Lage sind zu mutieren. Daher ist es ganz was Besonderes, dass das bei der Schweinepest nicht passiert ist, und das ist ein deutliches Zeichen dafür, wie stabil auf DNA-Ebene dieser Virus eigentlich ist. Denn DNA wird beim Ablesen, beim eine Arbeitskopie davon anfertigen, nochmal kontrolliert, ob die gebaute Arbeitskopie, die dann hinterher den neuen Virus bildet, ja, also für die Vermehrung des Virus entscheidend ist, ob die fehlerfrei kopiert wurde. Ja, und das ist ein großer Unterschied zu einem RNA-Virus wie eben Corona, weil da gibt es keinen weiteren Kontrollgang. Heißt, wenn das Ding falsch kopiert wurde und sich da eine kleine Mutation eingeschlichen hat, wir wissen ja alle die ganzen Corona-Varianten, Variante, was weiß ich, Delta, Gamma, Epsilon, was weiß ich, gab es bisher noch nicht, kommt aber irgendwann vielleicht auch, keine Ahnung. Das sind immer Mutationen eben ein und desselben Ausgangsvirus, die irgendwann so stark mutiert sind, dass halt eben gegebenenfalls Impfstoffe immer weniger gut helfen. Das kann bei einem DNA-Virus, eben weil der kaum mutiert, weil Fehler bei der Kopiererei korrigiert werden, eigentlich nicht passieren. Also sagen wir mal, super unwahrscheinlich. Ja? Nicht, gibt's nicht, aber super, 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 super unwahrscheinlich. Ein RNA-Virus, gerade ein schnell mutierender, wie eben zum Beispiel ein SARS-Virus, das sind ganz, 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 das sind Welten dazwischen, was die Mutationsfreudigkeit angeht. Ne? Also das ist dahingehend eine gute Nachricht, weil jetzt könnte man ja meinen, dass man gegen so ein DNA-Virus dann auch wunderbar einen Impfstoff entwickeln könnte, weil der mutiert ja nicht mal. Das heißt, da
kannst du also dir ganz richtig Zeit lassen mit Forschen, und der, den du dann irgendwann mal entwickelst, der ist noch die nächsten 100 Jahre gültig. Blöd nur, dass man es noch nicht geschafft hat, einen Impfstoff gegen eben diesen Virus zu entwickeln. Langfristig ist momentaner Stand der Forschung wahrscheinlich der einzige Weg, um in Europa die afrikanische Schweinepest wieder loszuwerden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die hundertprozentige Ausrottung des Wildschweins. Das ist technisch einfach gar nicht möglich, schlicht und ergreifend. Davon abgesehen, dass man das auch hoffentlich bitte nicht will. Oder zweitens tatsächlich dann eine Schluckimpfung der Wildschweine, so man dann einen Impfstoff hat. Den hat man aber noch nicht. Warum nicht? Naja, weil eben es ein DNA-Virus ist, der relativ schnell vom Schwein-Immunsystem als körpereigene DNA erkannt wird und gegebenenfalls wie eben andere körpereigene DNA geschützt behandelt wird. Denn DNA ist ja nicht zum Abbau gedacht. Das ist ein Dauerprodukt, während RNA, wie das bei Corona der Fall ist, nur eine kurze Lebenserwartung hat und dann ist die wieder verschwunden, die wird mit der Zeit einfach abgebaut, die ist nicht so lange haltbar. Und das macht es sehr viel schwieriger, einen solchen beschützten Virus, um das mal ganz simpel zu erklären, einfach, ne, überhaupt irgendwie zu erwischen, als mit einem Impfstoff. Das hat also bisher nicht funktioniert. Und dadurch, dass der ja noch so eine fiese Hülle drumherum hat und eben dadurch, dass er nie mutiert ist, sich so unglaublich gut auf das Schwein angepasst hat und mit dem Schwein sozusagen in Koevolution entstanden ist, mit dem afrikanischen Schwein. Ja, und da jetzt eben auch genau da ist, wo er hin möchte. Nämlich, er tötet keine Schweine, das hilft ihm auch nicht weiter, den eigenen Wirt umzubringen, sondern er infiziert immer alle Schweine, teilweise sogar auch mehrfach. Dann kriegen die wieder einen Schnupfen, dann wird er wieder verbreitet. Also wenn man einem Virus einen Willen unterstellen möchte, was man im Grunde nicht kann, aber nur der Einfachkeit halber, dann ist der in Afrika genau da, wo es ideal für einen Virus ist, dass der nie wegsterben wird, weil nie sein Wirt wegsterben wird und er bis in alle Ewigkeit da sein Unwesen treiben kann. Und mehr will ein Virus nicht. Er möchte gerne bis in alle Ewigkeit sein Unwesen treiben, sofern ein Virus überhaupt was möchte. Einfach nur zum besseren Verständnis. So, ja, und das ist sehr, sehr perfide. Und das Blöde ist halt eben, bei der Virus-Impfstoffentwicklung hat man längst nicht so viel Geld ausgegeben wie bei diesem anderen Virus, da wo das mit der Impfstoffentwicklung plötzlich ein weltweites Interesse gegeben hat, dass das schnell gehen muss. Daher, ja, ist man da einfach noch nicht so weit. Man forscht da seit Jahren dran, aber hat noch keinen, Stand meines Wissens, noch keinen nennenswerten Durchbruch erlangt. So, und das bringt uns dann zu der Frage, welche alternativen Bekämpfungsmöglichkeiten der Schweinepest oder zumindest Möglichkeiten, die Ausbreitung einzudämmen, es denn bis dato gibt. Und das sind zwei Konzepte. Das eine sieht so ein bisschen aus wie eine Zielscheibe, wenn man es aufmalen würde. Ich blende euch dazu vielleicht was ein, das weiß ich jetzt noch nicht. Wenn ihr was seht jetzt, dann habe ich es getan. Wenn nicht, dann nicht. Und da kann man quasi sagen, dass man um ein befallenes Schwein, das man gefunden hat. Nehmen wir mal an, wir laufen im Wald rum, haben einen Spürhund dabei, der darauf spezialisiert ist, befallene, ASP-befallene Wildschweine zu finden, zu erschnüffeln, die Kadaver von denen oder das fast tote Schwein. In dem Fall kann man es erlösen. Das wäre dann eine durchaus humane Angelegenheit, weil das wird sich nicht mehr erholen. Und also mit dem Gewehr, ne? Erlösen im Sinne von Peng, damit es nicht mehr leidet. Und ja, das hat man dann gefunden. So, jetzt ist da also ein Infektionsherd. Wir wissen nicht, in dem Moment, wo wir es gefunden haben, wie viele Schweine drumherum bereits von diesem Schwein infiziert worden sind, welches vorbeigekommen sind und mal gucken, ob sie helfen können, sozusagen, gemacht haben. Und das heißt, die Vorgehensweise ist wie folgt. Man macht einen Kreis um die Fundstelle, nimmt also einen Zirkel auf der Karte und macht einmal zipp. Und in diesem Kreis wird eine Ruhezone angelegt. Soll heißen, hier darf jetzt keiner mehr rein. Im besten Fall sperrt man den Wald komplett für jeden, der da irgendwie rumlaufen könnte, sprich auch für Passanten, Fußgänger, Radfahrer, Hundebesitzer, ganz egal. Ja, niemand darf da mehr rein, auch nicht die Jägerschaft, und macht dann darum rum, um diesen befallenen Kreis, diese Ruhezone, eine Todeszone, wenn man so möchte. Sprich, ein Kreis, den man nach Möglichkeit Tag und Nacht, das funktioniert nicht, aber theoretisch Tag und Nacht mit ganz vielen Jägern besetzt. Und wenn das Wildschwein aus der Mitte, das kontaminierte Schwein, weil dadurch, dass es in der Mitte war, muss es inzwischen kontaminiert sein, ein paar Tage später,
versucht rauszukommen, ist draußen rum der Kreis mit den Schützen und macht sofort Peng, Peng, Peng. Und das Schwein ist tot und kein Schwein kommt da raus. Die Schützen gehen aber auch nicht rein in die Ruhezone. Warum nicht? Weil wenn du reingehen würdest, würdest du die Schweine stören, die Schweine würden rumlaufen und damit den Virus auch wieder in der ganzen Welt, ja, so weit kommen sie nicht, aber da, wo sie hinkommen, eben ausbreiten. Daher sollen sie bitte schön still, heimlich und leise in der Mitte vor sich hinsterbseln, so grausam das ist. Und dann ist der Virus mit ihnen gestorben. Dieses lokale Virusvorkommen stirbt dann tatsächlich da weg, wenn das dann funktioniert. Man kann übrigens um den Kreis der Schützen nochmal einen Kontrollkreis machen, wo dann nochmal Leute mit Hund unterwegs sind und schnüffeln lassen, ob dann nicht vielleicht doch noch ein kontaminiertes Wildschwein durchgekommen ist durch den Kreis. Dann müsste man in dem Fall nochmal einen neuen Kreis um das neue kontaminierte Wildschwein machen und so weiter. Jetzt könnt ihr euch denken, das kann nur funktionieren, wenn man einen Haufen Jäger zur Verfügung hat. Hat Deutschland einen Haufen Jäger zur Verfügung, um sowas effizient durchzusetzen? Nein. Punkt. Ja? Geht das in Ungarn? Ein bisschen besser. Rumänien, Polen, ein bisschen besser. Zumal da eben Jäger zu sein deutlich einfacher ist. Oder jeder, der eine Flinte zu Hause rumstehen hat, zur Not da auch eben zu Rat gezogen werden kann oder dazu geholt werden kann. Da muss man also nicht nur ausgebildete Jäger ranlassen. Für so einen Sonderfall kann dann auch mal zum Beispiel die Fähigkeit des Schützen etwas geringer sein. Hauptsache der ballert, das Schwein rennt dann schon wieder rein ins Quarantänegebiet. Das ist so die Theorie dahinter. Ne? Jetzt kommt wieder der Zug. Ja, ich sehe schon, es ist nicht der optimale Ort, wo ich hier gar nicht, ne? Aber nur dieses eine Mal, wie gesagt. Nicht Bremsenzug, das macht Krach. Heieieiei. Gut. Oder auch nicht gut. Variante 2. Neben eben diesem Quarantänekreis und Jägern drumherum aufstellen, von der ich gehört habe, ist Zäune aufbauen und einfach verhindern, dass aus kontaminierter Population 1 bzw. kontaminiertem Land 1 in das andere Nachbarland die Schweine durchkommen. Den großen Zaun, um die sogenannte weiße Zone abzustecken, in dem der Großteil der Infektionen, dazu blende ich euch spätestens jetzt mal die Karte ein, in Deutschland stattgefunden hat, da drumherum hat man tatsächlich einen Zaun gebaut. Tatsache ist, dass alle bisher durchgeführten Maßnahmen 2022 in diesem Jahr zu einer geringeren Befallsquote unserer deutschen Wildschweine geführt haben, als das noch im Jahr 2021 der Fall war. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Nummer mit dem Zaun funktioniert offensichtlich, die Nummer mit dem Kreis drumherum machen und Jäger aufstellen funktioniert auch offensichtlich, weil eben die Zahlen zurückgegangen sind. Allerdings sind sie noch längst nicht so weit zurückgegangen, dass man von einer Entwarnung sprechen könnte. Und dieser Zaun hat auch gravierende Nachteile hinsichtlich aller anderen Tiere, weil alle anderen Tiere kommen da auch nicht durch. Das heißt, man beschränkt zwar die Wanderung des Wildschweins, aber halt auch von zum Beispiel könnte aus der Richtung auch der Elch kommen. Ja, und der Elch wäre eigentlich hochwillkommen, zumindest sollte er das zumindest sein, falls der bei uns wieder einwandern möchte, und das klappt nicht. Auch ein Wolf, der von da kommt und zu uns möchte, ja, vielleicht kommt der noch irgendwie um den Zaun drumherum. Aber dümmer als ein Wildschwein ist ein Wolf auch nicht, beziehungsweise ein Wildschwein ist nicht dümmer als ein Wolf. Das sind ja hochintelligente Tiere. Daher muss dieser Zaun schon 100% wildtiersicher sein für alle Wildtiere, damit auch das Schwein nicht durchkommt. Und damit kommt niemand durch. Und das ist insgesamt schon ein sehr, sehr, sehr hoher Preis, den man für diesen Zaun bezahlen muss. Und da kann man sich schon fragen, ob es das wirklich wert ist. Ja. Ansonsten gibt es noch als Präventivmaßnahme natürlich Hygiene in Schweinemastbeständen, dass da einfach keine Viren in den Mastbestand eingetragen werden, dass du da also im Ganzkörpergummianzug nur reingehst, dich vorher in der Hygienedusche vor einmal mit Ganzkörpergummianzug geduscht hast, damit du auch wirklich nichts einträgst, wovon die Schweine krank werden könnten. Dann ist auch weniger Antibiotikagabe übrigens notwendig. Also der moderne Schweinemastbetrieb, der mag uns optisch nicht gefallen und der ist für die Tiere sicherlich auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber es hat Fortschritte gegeben, das muss man zugegebenerweise aber schon irgendwo auch sehen. Ja? Und das wäre eine Möglichkeit, wenn schon Schweinemassentierhaltung, dann eben in solchen modernen Hochhygienekonzeptanlagen, wo die Tiere zwar nur indoor sind, dann aber bitte hoffentlich mit ein bisschen mehr Platz als einem Quadratmeter pro Schwein und sich da gegenseitig austauschen können und einfach eine Viren
Einfuhr nicht möglich ist. Das ist auch nochmal so eine diskutierte Präventionsmaßnahme. Ist sicherlich notwendig, weil sich eben die Schweinepest gerade auf das Hausschwein, und dazu kommt jetzt noch der Voice-Over-Teil mit der Karte, bereits deutlich jenseits der Grenzen der erfassten Vermehrung der Schweinepest ausgebreitet hat. Und das kann da nur hingekommen sein, indem entweder schon wieder Idioten mit dem Mad-Eagle in der Gegend rumfahren und den in die Landschaft schmeißen oder den Schweinen einfach so den Mad-Eagle ihrer Kollegen sozusagen verfüttern. Oder es gibt eine riesige Dunkelziffer an Schweinepestfällen, die wir noch gar nicht erfasst haben, die auf der Karte gar nicht auftauchen. So, und letzteres könnte durchaus sein. So, jetzt nochmal ein kleines bisschen was zur Karte. Der Hauptausschnitt der Karte für diejenigen, die verwirrt sind, das ist nicht Deutschland, das ist Brandenburg mit Berlin in der Mitte, mit ein bisschen Mecklenburg-Vorpommern im Norden und natürlich ein bisschen Sachsen im Süden. Und das ist halt da, wo die meisten Infektionen stattfinden, wo die meisten Schweine drüber gekommen sind. Blaue Punkte Wildschwein, rote Punkte Hausschwein, gelbe Punkte Wildschwein Polen und lila Punkte Hausschwein Polen. Ja, einfach weil das im Grenzgeschehen, das ist für die Verbreitung der Schweinepest ja ziemlich egal, in welchem Land das erstmal stattfindet. Ja, die Grenze ist ja nur das, was wir uns menschgemacht überlegt haben. Für die Tiere ist das vollkommen unerheblich, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sehen oben rechts dann nochmal die komplette Deutschlandkarte eingeblendet. Die hat zwei rote Quadrate, die darauf hinweisen, dass wir, was ich eben gerade erzählt habe, zwei Fälle von Befall eines Schweinemastbetriebes, einmal in Baden-Württemberg, Stückchen nördlich von Freiburg, sehen wir auch unten links in den zwei kleinen Extrakartenausschnitten und einmal auch abseits vom Schuss bei, nicht ganz weit weg von Osnabrück. Ja, also auch weit weg von den anderen normalen, in Anführungszeichen, Ausbrüchen der Schweinepest. Wobei der bei Osnabrück, da ist zumindest auf der Hauptkarte ja noch zu sehen, so eine etwas weiter westlich liegende Befallsfeststellung eingetragen. Ja. Und das ist eben, darauf wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz eingehen, dass wir uns da klar machen, dass es hier also ein Infektionsgeschehen weit über das monitorte, blödes Wort, das beobachtete, wissenschaftlich untersuchte Befallsgeschehen hinaus gibt. Ja, die Dunkelziffer dürfte also wirklich sehr groß sein. Es ist also keinesfalls so, dass wir das Schweinepestproblem bereits im Griff hätten. Gar nicht. Auch wenn die Zahlen jetzt jüngst zurückgegangen sind im Vergleich zum Vorjahr. So, aber damit sage ich jetzt Tschüss, mach noch den kurzen Voice-Over-Teil zur Karte und dann haben wir es auch wieder. Und ich hoffe, das war nicht allzu lange überzogen, aber es ist ein wichtiges Thema und da wisst ihr Bescheid und könnt vielleicht auch andere Leute dazu informieren, dass das keineswegs schon gelöst ist, das Problem mit der Schweinepest. Schlimmstenfalls können wir sämtliches Schweinefleisch, was in Deutschland produziert wird, nicht mehr exportieren. Das wäre wirtschaftlich ein ziemliches Desaster und die ganzen ethisch-moralischen Probleme, die damit entstehen, habe ich auch schon angesprochen. Bestenfalls führt es zu einer Aufgabe der Schweinezucht. Das ist aber auch nur für Veganer interessant, weil wer gern Fleisch isst, der wird auch vielleicht hinterher weiterhin mal gerne ein Schweinprodukt essen wollen, zumal Schwein, wenn man schon Fleisch isst, so vom CO2-Ausstoß her erheblich besser ist als beispielsweise Rind und auch ein guter Kompromiss für Fleischesser, um ihren individuellen CO2-Ausstoß ein bisschen runterzubekommen. Daher wäre schon schade, wenn uns ausgerechnet das Schwein verloren geht. Noch schlimmer wäre das Huhn theoretisch. Wobei beim Huhn wiederum auch wieder blöd ist, an so einem Schwein können viele Leute sich eine Portion rausschneiden, wenn es gestorben ist. Ist ein Huhn gestorben, gibt das zwei halbe Hähnchen. Ja, und das ist auch immer so ein Thema, was mich beim Geflügelkonsum ein bisschen umtreibt. Dass man da doch relativ viel totes Tier für wenig Produkt sozusagen hat. Und wenn wir jetzt mit einer Einstellung von jedes Tier ist gleich viel wert, wir Menschen möglicherweise auch gleich viel, das kann jeder sehen, wie er lustig ist. Aber wenn man mit sowas an die Sache rangeht, erstens muss man sich dann viele Gedanken machen und zweitens führt das dazu, dass ich persönlich Schweinefleisch als ethisch-moralisch fast am vertretbarsten finde. Ja? Mal von religiösen Bedenken abgesehen und so ein Krempel. Gibt's ja auch. Gut, egal. Kompliziertes Thema, wisst ihr. Ich werde den einen oder anderen Kommentar dazu hören bekommen, weiß ich schon. Aber ja, wir wissen Bescheid. Ne? Also, bis morgen. Tschüss.